Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Miles Morales, alias Spider-Man. So, wir wollten einmal gucken, wegen unserem Anzug. Wir können sogar was freischalten. Oh ja. Oh ja, wir haben schon was. Was können wir denn? Guck mal, den haben wir jetzt frei. Den könnten wir nehmen. Oh, das ist der aus dem Film. Das ist der aus dem Spider-Man Universe. Den könnten wir nehmen. Okay, Mix aus Gwen Stacy und Spider-Man. Also, naja. Okay, das sieht schon brutal aus. Da sehen wir aus wie so ein Hinterhof-Gangster. So, die haben wir noch nicht. Roten Spider-Man. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Den finde ich ein bisschen too much. Ich würde tatsächlich gern den aus dem Film tragen. Wir nehmen den aus dem Film. Und angekleidet. So, wie sieht er denn aus? Wie im Film. Der ist sogar so leicht verpixelt wie im Film. Mega geil. Kleinunternehmer sind das mega geil gemacht. Und niemand liebt sie mehr als so, auf dem Weg zu unserer nächsten Main Mission haben wir hier noch ein bisschen Kriminalität zu bekämpfen. Offenbar unterbricht er ihre Lieferketten. Und das machen wir auch. Dazu haben wir einen Gast, die Inhaberin des örtlichen Restaurants Pana Fuerte. Bienvenidos, Camilla. Netzschlag-Takedown, den will ich jetzt aber nicht machen. Aber das muss ein den wollte ich machen. So, rein ins Getümmel hier, ne? Gar nicht lange fackeln, direkt in der Action gehen. Boom. Oh, ist das geil. Das ist so. Oh, das erfüllt mich mit Lebensfreude. Autsch. Autsch. Das erfüllt mich weniger. So, wir gehen einmal hier rüber. Wir könnten auch theoretisch... Oh. Dito. Okay, er klettert über Luft. Er hat auch super Kräfte. Da müssen wir aufpassen. Das ist gefährlich. Nein. So. Oh, Mensch, Jungs. Ja, kleinen Moment. Alter, Junge. So. Erstmal ein bisschen Leben wiederholen hier. Das ist ja lebensgefährlich, dieser Job. Jetzt habe ich mir das Regal versaut, ne? Das Gerüst. Warte. Wer schießt zuerst? Oh, ich mit dem Gullideckel. Ich habe zuerst geschossen. Nein. Oh. Ein weiteres Waffengeschäft ist verhindert. Wie wir noch auf ihm gelandet sind. Schade, wir können ihn nicht dippen. Gut. Dann können wir weiter zur Main Mission. Ah, ist ja nur ein paar Meter entfernt. Vielleicht haben wir ja unterwegs noch ein bisschen Action. Das wäre natürlich auch geil. Oh, ich liebe es an diesem Spiel. Oh. Smooth. Wie wir auf dem Geländer gelandet sind. Es war natürlich genau so beabsichtigt. Aber ich dachte, wir kommen noch in die Lücke. Das war natürlich auch genau so beabsichtigt. Wie weit ist das weg? Können wir den sehen? Da hinten? Ah, und hier ist auch noch so ein Spidey-Symbol.
Oh, die Qual der Wahl. Wir sind genau mittig. Also vom Spidey-Symbol und den Heli. Los, komm. Wir retten den Helikopter. Und dann geht's weiter. Oh. Habe ich keine Netze mehr, oder was? Und wen müssen wir dafür danken? Hallo? Genau, dem neuen Spidey. Ah. Was kann der eigentlich nicht? Habt ihr Bilder von Spideys Aufräumaktion im Feast? Schickt sie mir und ich zeige sie auf dem Blog. Bis dann und denkt dran. Den wir alle brauchen. Okay, bis dann. Ich musste erst mal gucken. Ich dachte, irgendwer geht bei mir im Discord-Channel. Ich bin ja gar nicht drinne. Ist sie ein bisschen müde geworden. Oh, den machen wir zuerst. Der hat ein Schild. Ich soll hier weg, dann stellt das Signal ab. Okay, den haben wir. Grenade. Ja, davon kannst du ausgehen, Puppe. Auch wenn ich Frauen schlage, ich bin Feminist. Und auch wenn ich sie vom Dach schubse. Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Okay, die haben wir schon mal weg. Nein, was machst du denn da, Miles? So. Das war der erste. Also die wissen natürlich, dass wir hier sind. Klar, warum auch nicht? Du bist zum falschen Spider-Man gekommen. Ach, das war schon. So. Runter vom Dach. Das war knapp. Sag mal, du hast es aber hier mit deiner Waffe, ne? Gut, dann weiter mit dem Transmitter. So. Den jagen wir einmal schnell hoch. Und jetzt haben wir nur noch den einen hier hinten. Da gehen wir aber auch gleich bei. Ja, ist nicht ganz richtig, ne? Au. Vielleicht stimme ich euch zu. Ey, das sind so geile Kampfszenen. Vor allem, es geht echt, ne? Also die Umsetzung zum Kämpfen, die ist mega. Feminist! Mensch, jetzt lauf doch mal die Wand hoch! Okay. Klar Moment. Hier ganz oben. Feminist! Was war da? Besiege 4 Gegner. Was? So, damit ist der Heli wieder frei.
Was zum Geier? Wo kam der denn her? Mein Gott, was war da denn los? Aber verschwinde erstmal. Damit sind wir quitt. Wer war das? Leute! Wir haben so viel, wofür es sich zu kämpfen lohnt auf dem Weg in die Hauptmission. Ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen zur Main Mission, ne? Ich hab's gesagt, ich weiß es auch, bitte verurteilt mich nicht, aber das müssen wir machen. Es ist ja gerade in der Nähe. Ich bin bei einem Underground versteckt. Aber ich bin selber nicht Underground unterwegs. Könnte jetzt knapp werden. Hallo? Au. Okay. Aua! Weibliche Intuition. Dass sie wusste, wo ich bin. Wow. Ich habe hier dezent... vielleicht habe ich die Lage ein bisschen verschätzt. So. Ein bisschen überschätzt die Situation. Oder unterschätzt, besser gesagt. Ich habe mich überschätzt. Aber es geht schon. Wir kommen zurecht. Oha. Haben wir auch noch. Da bin ich nicht hin. Ja. Ziemlich ausgewogen. Ziemlich ausgewogen. Huch. Ziemlich wahrheitsgetreu. Ziemlich wahrheitsgetreu. Ah, kein Problem. Das haben wir noch. Müssen wir den Sniper mal ausschalten da oben? Also ich bin auf keinen Fall der leuchtende Typ hier. Ich hänge hier fest. Ja, ich gebe mir Mühe. Oh nein. Eine Goldgrube. Wirklich? Gibt's da Infos darüber, die angefangen haben? Autsch. Nein. Oh, ich war gerade mitten in der Heilung. Ich habe mich so überschätzt. Ja, da habe ich mich so überschätzt. Ich sollte vielleicht mit einer anderen Taktik vorgehen. Und zwar, wir gehen von oben nach unten. Aber unsichtbar. Wir versuchen das mal, ohne direkt Stress auszulösen. So. Das dürfen jetzt nur die Scharfschützen da hinten nicht sehen. Das ist das Ding hier vorne. Okay, ich bin... relativ... relativ im Stealth-Modus unterwegs. Hast du nicht mal mitgekriegt. So, damit haben wir jetzt die oberen Etagen schon mal gesäubert. Wo kam der Typ mit dem Schild her? Der muss ja eigentlich irgendwo weiter oben dazugekommen sein.
Oder habe ich den schon ausgeschaltet? Laurie, bitte komm. Haben wir hier ein Regal, wo wir Leute begraben können? Okay. Nee, leider nicht. Okay, wir brauchen die Action, so wie sie aussieht. Wie kommst du da drauf? Ich hätte jetzt natürlich auch abbauen können. Einfach, was ich dachte. Irgendwie habe ich den leisen Verdacht, dass die wissen, dass ich da bin. Okay, hier oben ist keiner mehr, der ist schon wieder abgehauen. Wo sind sie denn hin? Wo sind denn alle? Ich höre sie, aber ich sehe halt gar... Da, guck mal. Können wir da irgendwas schmeißen? Haben wir da was in Griff, in Reichweite? Das gezwiebelt hat. Wenn du so einen Backstein von 20 Metern Höhe erstmal ins Gesicht kriegst. Ja, ich habe hier noch einen. Jemand nach Gio. Er antwortet nicht. Oh. Den könnte jetzt irgendein Zivilist abkriegen. Steinschlag im Auto. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Holt eure Waffen. Wir sind nicht allein. Woher weiß er das? Gucken, ob das einer gesehen hat. Der ist doch immer so einfach. Das hier ist zu wichtig, um es von dir versauen zu lassen. Oha. Wir brauchen hier mehr Leute, sofort. Oder ihr lauft einfach weg. Ah, verdammt, jetzt bin ich aufgeflogen. Da ist er wieder. Wo war er die ganze Zeit? Du verlässt die Mission. Nee, das ist ja nicht mein Ziel. Da Infos darüber, wie sie angefangen haben? Sie waren möchtegern Mafiosi. Erst Angriffe und Überfälle, aber dann haben sie höhere Tiere anvisiert, um sich einen Namen zu machen. Zum Beispiel, oh, die inneren Dämonen. Die inneren Dämonen. Sehr ausgeklügelt. Aber wo kam der Typ mit dem Schild her? Ich habe den die ganze Zeit nicht gesehen. Nein. Ja, toll. Das war's denn. Hey, Danica. Wie ging's nach dem Angriff auf die inneren Dämonen weiter? Anders als erwartet. Durch den Teufelsatem wurden viele vom Underground so krank, dass sie untertauchen. Und mit Martin Lee waren auch die Dämonen erledigt. Ja, der Underground hat das Territorium der Dämonen dann einfach übernommen. Nicht so spannend. Okay. Nicht so spannend, aber trotzdem relativ interessant, ne? Ah, das war zu weit. Jetzt haben wir alle auf einen Fleck. So, kann noch einer hochkommen? Nur ein Einzelner? Kriegen wir das hin? Jetzt zu spät, jetzt müsst ihr warten. Okay, warte. Den... Sehr schön. Status. Alan? Jemand soll nach ihm sehen. So, wo ist der Schildtyp hin? Ich check das. Ich würde gern erstmal den Schildtypen wegmachen. Den da. Komm raus und steh dich uns. Gut. Ging jetzt nicht anders. Bitte nicht petzen. Oh, oh. Ja,
Ach, egal. Komm, wir gehen rein hier. So viele sind es ja nicht mehr. Wir sollten gehen. Ich komme hier nicht um die Ecke. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, hier diesen dicken, verdammten Klops. Ach, das sind zwei. Ja. So. Ich meine, das Gute an den Schildleuten ist ja, die sind ja mega langsam, ne? Aber die halten halt was aus. Das ist halt das Problem. Aber jetzt hat er kein Schild mehr. So. Jetzt aber. Jetzt läuft. Oh. Ey, haben die irgendwie so eine größere Range mit ihrem komischen Hammer? Oh Mann. Ja, wir müssen einmal... Das gibt's doch nicht. Die kriegst du nicht so einfach weg da, ne? So. Jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir schon mal einen weg. So, einer ist noch. Unter uns. Ja klar, er kann auch blocken. Warum auch nicht? Alter, macht das Damage. Das ist das also. Lol. Okay, okay. Das ist nicht besonders cool. Alter, ich bin so lowlife. Ich bin ja so am Arsch. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich habe ja noch die Minen, ne? Jetzt ist er. Okay. Damit haben wir ihn. Leben holen. Jetzt haben wir aber alle, oder? Okay, dann auf zum Störsender. Oh, Jesus Christ, war das anstrengend. Das war ja mega anstrengend. Offene Karte könnte ein Anfang sein. Oh, hier müsste doch eigentlich auch eine Kiste sein, oder? Ist der Sender hinter dieser? Dämonenkram. Kriegsbeute wahrscheinlich. Oh, cool. Oh, cool. Gegen die jetzige Feuerkraft vom Underground wären Schwert und Schild wohl machtlos. Aber man muss schon sagen, dass dieses Dämonenschwert mega geil ist. Ich zieh meine Maske vor. Ja, ich auch. Es sieht schon ziemlich dämlich aus, ne? Haben wir noch irgendwas hinter? Ja, immer her damit. Ah. Meine Teile. So, dann können wir jetzt noch hier... Der Sender muss aus. Ja, dann können wir noch den Sender zerstören. Das Versteck hat wieder Netz. Super. Ich sag direkt der Polizei Bescheid. Kann's kaum erwarten, den Underground-Dämonen-Konflikt für meinen Podcast aufzubereiten. Danke, Spider-Man. Ja, sehr gerne. Dann kann ich ja gehen. So, in welcher Richtung hatten wir denn die Main-Mission? Eines Tages werden wir da ankommen. Ne? Eines Tages schaffen wir das.
Und irgendwann lerne ich vielleicht auch dazu. In meinem Handeln und Sein. Vielleicht. Ich kann aber nichts versprechen. Das ist ein Teil der Reihe Underground Nacht. Ich recherchiere mit Spider-Mans Hilfe, wer der Underground ist und was sie wollen. Ich musste mich knallen, als ich das sagte. Okay. Was zum Geier? Wer hat wieso auf mich geschossen? Oh, toll. Mein Onkel oder was? Tut mir echt leid, Neffe. Du bist so ein Wichser. Entschuldigung. Was ein Scheißkerl. Warum? Er hat uns eingesperrt. Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Oh yeah. Auch wenn er es gut meint, endlich hauen wir dem Arsch mal eine rein. Der kann sich auch unsichtbar machen. Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Ja. Vielleicht hat das was gebracht. Oh cool, seit wann kann ich denn das? Es geht nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht mir die Schuld. Egal, wir können bei dem ganz andere Sachen machen. Nein. Okay. Verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Wann wirst du verstehen, dass du das nicht kannst, wenn du tot bist? Dieser Schild. Jetzt reicht's aber. Ach du Mistkerl. Er ist mir ausgewichen. Du begreifst das nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen. Er ist voll der Schwächling. Oh, Drecksau. Was ein Arsch. Tolle Familie. Au. Au. Will er mich verarschen? Das stimmt mit dem nicht. Er lehrte mich, meine Belange zu stellen. Wo ist er? Er weiß nicht, wo ich bin. Boah, muss ich ihm jetzt die ganze Zeit ausweichen? Ich dachte, es sah so vielversprechend aus. Du hast immer nur für dich selbst gekämpft. Vielleicht bin ich der Mann vom Leben. Ja klar, er wirft Granaten auf seinen Neffen. Kann man mal machen. Sollte jeder mal hin und wieder machen. So, das gibt's nicht. Scheiße. Ey, du hast nur einen geilen Anzug. Du hast gar keine Kraft. Er ist voll der... Ich weiß nicht. Der ist so unsympathisch.
Toll. Ich muss keine Pfeile auslösen. Er hat Roxxon-Technik. Ich zapfe meine Kräfte an. Bleib bloß weg von den Granaten. Nicht hier unten. Ich kann ihn einfach nicht kriegen. Er kann nicht jeden Trick kontern. Das denke ich aber auch mal. Nein, nein. Ich dachte, wenn ich das Fass schmeiße, also wenn ich das rumschleuder. So, jetzt sind wir erstmal wieder voll. Was sagst du? Wenn du mit deinen paar Schlägen was? Oh, der hat doch Kraft, wa? Willst du mich ver... Der Technik von deinen Roxxon-Freunden? Ich pack mich an, du kannst nicht mehr. Du bist der Hitzneppe. Immer noch ein Kind der Spider-Man. Ich sollte vielleicht so langsam meine Gadgets aufwerten, damit ich auch so einen coolen Scheiß machen kann. Nein. Okay. Er wieder. Ich würde dich umbringen, um den Platz würdig zu sein. Der da. Ich wäre fast reingesprungen. Okay, habe ich schon wieder was? Okay, ich habe nur noch die Webshooter. Dann müssen die reichen. Boah, wenn ich nur wüsste, welcher der echte ist. Der da vielleicht? Oh, er war es wirklich. Das ist er wieder nicht. Autsch. Ich beweise dir nichts mehr. Das war er. Oh mein Gott. Ich weiß, ich hab's versaut. Wieder mal. Du bist enttäuscht. Ja. Nicht mehr lange. Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Wir hätten ihm zumindest noch mal eine Erziehungsstelle geben können, damit er aus seinen Fehlern lernt. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was?
Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Für immer. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn es in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. So, also wenn wir etwas gelernt haben aus den letzten Kämpfen, denn dass wir ein bisschen was verbessern müssen, wenn wir die Gelegenheit haben. Was war denn das nochmal? Erzeugt eine Schwerkraftquelle, die Gegner aufeinanderprallen lässt und sie anfällig für Venom. Das, sowas wäre nicht verkehrt, ne? So, den haben wir uns jetzt einmal gegönnt. Ja, der kriegt gleich nochmal ein Upgrade. Wir haben ja ein paar Münzen, haben wir ja gesammelt, ne? Mehr geht nicht. So, hier können wir auch upgraden, aber das wären die letzten 8 Marken. Oh, das wäre wieder ein Anzug gewesen, ne? Ja gut, die Anzüge kriegen wir auch noch voll. Also bevor ich das Spiel 100% habe, haben wir auf jeden Fall alle Anzüge. So, dann kaufen wir uns hier nochmal einen dazu. Und haben damit alle Marken ausgegeben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet sehr gern ein. Wir setzen unsere Reise Richtung Main Mission fort. Wir haben ja nur noch 843 Meter vor uns. Wer weiß, was uns noch passiert. Seid gern wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.